So, und Action. Also diese Rolle, die ist halb leer. Nein, die Rolle ist halb voll. Nein, da widerspreche ich, die ist halb leer. Ja, ob halb voll oder halb leer, da streiten sich die Philosophen schon seit tausenden Jahren. Du kannst übrigens jetzt gehen. Okay, tschüss. Und sie werden sich auch noch in 1000 Jahren streiten. Dabei ist die Antwort so einfach, nämlich 42. Ob halb voll oder halb leer ist ja völlig egal. Wichtiger ist ja die Frage, wie viel Filament ist überhaupt noch auf der Rolle? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich seit ungefähr 3 Monaten einen 3D-Drucker. Den habe ich in einem Video vorgestellt, das verlinke ich mal hier oben. Ja, und nach 3 Monaten ist es ganz natürlich, dass ich einige Filamentrollen habe, die sich dem Ende zuneigen. Und ich hatte auch schon welche, die tatsächlich zu Ende gegangen sind. Und dann passiert sowas. Ich habe zu Ostern wollte ich ein Deko-Ei drucken. Das ist halt nur ein halbes Ei geworden. Das Filament war mittendrin all. Und eigentlich hat mein Drucker einen Filamentsensor. Das heißt, wenn das Filament zu Ende geht, löst der Sensor aus und der Drucker macht irgendwas. Allerdings weiß ich nicht, was der Drucker dann macht, ob er in eine bestimmte Position fährt, wo ich das Filament dann wechseln kann. Denn er hat es nie geschafft, das Filament bis zu Ende von der Rolle zu wickeln. Ja, wie kommt das? Hier ist ein kleiner Schnippel. Und zwar wird in der Fabrik der Anfang, für uns das Ende des Filaments, hier durch ein Loch gesteckt, damit man das besser aufwickeln kann. Und dort hängt das so fest, dass es der Drucker nicht schafft, den Rest hier von der Rolle zu ziehen. Deswegen ist es sinnvoll, diesen Schnippelbäbel hier abzuknipsen. Ja, und YouTube ist ja schlau. Wenn ich mir ein paar 3D-Druck-Videos angucke, dann weiß YouTube, dass ich einen 3D-Drucker oder dass ich mich für 3D-Druck interessiere und schlägt mir, ohne dass ich irgendwas abonniert habe, immer wieder 3D-Druck-Videos vor. Und in diesen Videos wurden allmögliche Themen behandelt, welche Filamentsorten gibt es, was muss ich wie, wo einstellen. Aber was nicht dabei war, wie bekomme ich heraus, wie viel Filament noch auf meiner Rolle ist. Und ich bin mir sicher, hätte ich die Suchfunktion zu Rate gezogen, hätte ich sicherlich auch 100.000 Videos darüber gefunden. Ja, damit euch sowas nicht passiert, stelle ich euch ein paar Methoden vor, wie man herausbekommt, wie viel Filament man noch auf der Rolle hat. Ja, und die beste Methode ist das hier. Das ist eine ganz stinknormale Küchenwaage. Die muss auch nicht super genau sein. Die hier geht aufs Gramm genau. Und bei BLA hat man ungefähr 33 cm pro Gramm. Also man kann im Grunde genommen auf einen halben Meter genau bestimmen, wie viel Filament noch auf der Rolle ist. Ja, und wie komme ich auf diese 33 cm pro Gramm? Das habe ich ausgerechnet. Ich habe eine Formel, die schreibe ich unten mal in der Videobeschreibung rein. Und am besten, man hat ein Datenblatt zu seinem Filament. Denn man braucht die Dichte. In meinem Fall sind das 1,24 Gramm pro Kubikzentimeter und die kann man in dieser Formel einsetzen. Auch die Dicke 1,75 mm Durchmesser vom Filament, es gibt ja auch noch 2,85, diese Werte werden dort eingesetzt und dann erhält man ein Ergebnis in Meter pro Gramm. Ein Problem, welches sich zwangsläufig ergibt, ich kann ja mein Filament nicht einzeln wiegen, sondern ich wiege immer die Rolle mit. Und wenn man wie ich hier solche Trockenboxen verwendet, die sind übrigens nicht auf meinen Mist gewachsen, das Video dazu verlinke ich mal hier oben, dann wiege ich ja die Box und das Silikagel alles mit. Hat man zu seinem Filament ein vernünftiges Datenblatt, dann steht dort auch drin, wie bei mir, wie schwer die Rolle ist. In meinem Fall 220 Gramm. Das heißt, ich wiege erstmal die komplette Rolle. Das sind hier so 496 Gramm und ich ziehe die 220 ab und dann bleiben 276 Gramm über. Also ganz einfach die komplette Rolle wiegen und den Rollenkörper abziehen. Dann haben wir das Gewicht des Filaments. Hat man kein Datenblatt und
Weiß nicht, wie schwer der Rollenkörper ist und die Rolle ist schon angefangen wie diese, hat man ehrlich gesagt schlechte Karten. Vielleicht hat man vom selben Hersteller schon eine Rolle leer gedruckt, die könnte man dann als Referenz nehmen. Ist die Rolle hingegen neu, dann gehen wir davon aus, dass uns der Hersteller nicht über den Tisch zieht und tatsächlich 1 Kilogramm Filament auf der Rolle ist. Dann ist es wiederum einfach, die komplette Rolle wiegen, 1 Kilo abziehen und dann haben wir das Gewicht der Spule. Doch kommen wir zurück zur Trockenbox. Wer solche Trockenboxen verwendet, muss natürlich anders rechnen. Und zwar mache ich so, ich habe ja meinen Spulenkörper, weiß ich, laut Datenblatt sind es 220 Gramm. Wie gesagt, habt ihr kein Datenblatt und es ist eine neue Spule, könnt ihr die wiegen, das Kilo Filament abziehen, wenn es eine Kilospule ist und dann wisst ihr, wie schwer der Spulenkörper ist. Anschließend die Trockenbox wiegen. In meinem Fall sind das 520 Gramm. Das Gewicht kann ja unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Silikagel ihr unten drin habt und auch welcher Boxtyp das ist. Und dann weiß ich 520 Gramm die Box, 220 Gramm die Spule, sind also 740 Gramm. So, und komplett zusammengebaut kann ich jetzt das wiegen und ich habe 1015 Gramm. 1015 Gramm und 740 Gramm war ja die Spule und die Box. Das heißt, ich habe dann noch 200, 740, 260, 275. Richtig? 275 Gramm Filament. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe es vergessen. Ich hoffe, das stimmt. Ich ziehe die 220 ab und dann bleiben 276 Gramm über. Und ich mache es jetzt immer so, auf diesem Etikett hier auf der Spule schreibe ich immer das Gewicht der Trockenbox und des Spulenkörpers drauf. Dann weiß ich immer genau, wie viel muss ich von meinem gewogenen Maß abziehen, um auf das Gewicht des reinen Filaments zu kommen. Außerdem schreibe ich das ausgerechnete Meter pro Gramm auf, das heißt 0,33 Meter pro Gramm und dann weiß ich sofort, wie viel Meter noch drauf sind. Warum schreibe ich die Meter pro Gramm noch mit drauf? Der Slicer gibt mir ja beide Werte aus, sowohl wie viel Meter Filament verbraucht wird und wie viel Gramm. Ja, tatsächlich ist es aber so, dass der Slicer nur sicher weiß, wie viel Meter Filament er durch den Extruder gedrückt hat. Wie viel Gramm? Das ist eine Einstellungssache. Man stellt im Slicer ein für das Filament. Wiederum die Dichte wird dort eingestellt und daraufhin wird das berechnet, wie viel Gramm verbraucht werden. Denn möchte ich ein und dieselbe STL-Datei mit verschiedenen Filamenten drucken, dann nützt mir diese Grammzahl nichts. Was immer gleich bleibt, ist das ausgedrückte Filament, die Länge des rausgedrückten Filaments, also die Meterzahl. Deswegen schreibe ich auf meine Rolle immer noch diese Meter pro Gramm an und ich weiß immer, wie viel Meter drauf sind. Das ist allerdings Geschmackssache, wenn man weiß, wie viel Gramm drauf ist und der Slicer sagt, ich brauche 25 Gramm und ich habe nur noch 15 Gramm drauf, dann weiß ich, das reicht nicht. Ich hoffe, das Video hat euch etwas geholfen oder wird euch vielleicht auch helfen, denn ich weiß, viele von euch haben einen 3D-Drucker oder planen einen anzuschaffen und vielleicht war das auch ein alter Hut. Für mich war es allerdings interessant. Und wo wir gerade beim 3D-Druck sind, was gerade in aller Munde ist und von vielen YouTubern in ihren Shops angeboten wird, ist OS-WAC-Adapter. Im Grunde eine sehr gute Idee, ein einheitliches System für die Absaugung. OS-WAC steht übrigens für Open Source Vakuum und ja, Open Source, bin ich geteilter Meinung, denn vielleicht habe ich nicht ordentlich gesucht, aber was ich gefunden habe, war eine Konstruktionsdatei für Fusion 360. Fusion 360, ein unheimlich teures CAD-Programm, gibt es auch in einer kostenlosen Variante als Maker-Version. Die Maker-Version enthält eine Lizenzklausel, denn sie darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Und trotzdem werden diese Adapter angeboten.
halte ich für rechtlich, ja zumindest ziemlich fragwürdig. Nichtsdestotrotz ist das OS-WAC-System genial. Es ist wirklich einfach zu verbinden, einfach und drehen und knack, ist es fest und wieder lösen. Da ich aber Fusion 360 und auch die anderen vielen Programme mit Maker-Version nicht verwenden möchte, Gründe habe ich mal in diesem Video schon erläutert, habe ich die chinesische Variante angewendet. Ich habe mir die Originaladapter ausgedruckt, habe die vermessen und habe meine eigenen konstruiert, und zwar mit FreeCAD. FreeCAD ist ein Open-Source-Programm, plattformübergreifend. Es gibt es für Linux, Mac und auch für Windows. Wer OS WAC noch nicht kennt, man schraubt hier einfach den Adapter auf den Schlauch, auf einen normalen Staubsaugerschlauch, 32 mm, muss man natürlich mit links gewinnen, muss man auch drauf achten. So, und schon ist das hier verbunden und dann kann ich das Teil von meinem Staubsauger hier dran stecken und ich kann jetzt hier saugen. Das habe ich hier gerade von meiner Kreissäge gelöst. Ich habe ja dort schon einen Adapter konstruiert. Video hatte ich ja hier oben verlinkt. Ich nehme euch mal runter, wie das jetzt aussieht. Ich hatte ja vorher hier diese Lösung, einfach nur eine Hülse. Dort hat jetzt das vom Staubsauger reingepasst und das wurde hier einfach nur aufgesteckt. Jetzt habe ich das umgestellt auf OS WAC und dann sieht der Adapter so aus. Ich würde euch auch gerne zeigen, nur den habe ich so straff konstruiert. Ich habe den hier mit einem Gummihammer drauf geklöpfelt, so dass ich den auch nicht wieder runterkriege. Ich dachte erst, ich müsste den aufkleben und mit Sekundenkleber vielleicht noch festkleben. Aber nein, der ist wirklich bombenfest und an meinem Staubsauger ist jetzt hier das Gegenstück. Und das wird jetzt hier einfach nur aufgesteckt, einmal gedreht und fertig. Das löst sich auch nicht von alleine. Das ist hier drehbar und einfach wieder abziehen. Fertig. Ja, und der Adapter für die Sheppach HS100S, also M32 auf Sheppach HS100S und auch der M32 auf H32 und der F32 auf H32. Diese gibt es ab sofort in der chinesischen Variante, in der Reverse Engineered Version auf meinen nicht vorhandenen Shop. Nee, ganz ehrlich, wer so einen Adapter haben möchte, schickt mir eine E-Mail und wir klären alles weiter. So, vielen Dank an all diejenigen, die bis hierher dran geblieben sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Und habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann bitte jetzt abonnieren. Ich warte. So, ja, vielen Dank für das Abo. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden und sage euch, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Bastler auf Desaster.